So. Nein! Verdammt, Yoshi! Warum gehst du denn schon wieder da runter, Junge? Bleib doch mal einfach ganz locker. Ist das denn wahr, ey? Ist das denn schon wieder die Möglichkeit? Er geht da schon wieder überhaupt nicht hoch. Ich krieg echt zu viel, so. Ah, gut, dass wir jetzt nur den Mario haben. Der ist, was solche Sachen angeht, wesentlich... Fuck, ich hab gedacht, er wäre frei. Okay, ich hab gedacht, er wäre frei, Leute. So, ey, jetzt aber. Jetzt sagt er wieder, ich hab keinen Skill. Ja. Hab ich auch nicht! Scheiße. Ja, das ist einfach, weil ich das zu schnell machen will. Wenn ich das jetzt in Ruhe machen würde, würde ich das beim ersten Mal auch schaffen. Also, das heißt in Ruhe. Wenn ich das jetzt hier ganz locker machen würde, habe ich aber keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so jemand, der will das dann immer noch super schnell machen. Deswegen werde ich euch auch leider nein und versuche das schnell zu machen. Aber es geht nicht. Okay, schalten wir doch einen Gang runter. Komm, auf den ersten Gang schalten. Erstmal schön anfahren. Und dann kann ich wieder anfangen, hier irgendwelche Faxen zu machen. So. Was geht die scheiß verdammte Käseplattform denn wieder nach da hinten? Und was machen diese scheiß Vögel dauernd da oben? Alter, dieser Geist da vorne! Bleiben wir locker, Leute. Bleiben wir locker. Bleiben wir locker, Leute. So, komm schon. Zack. Ja, sagst du, du hast einen Schaden? Tschüss. Sagst du, du auch einen Schaden? So. Alle Silbersterne. Seht ihr, mit ein bisschen Geduld ist doch alles wirklich im grünen Bereich. Da geht da doch alles. Jetzt muss ich nur noch den Stern holen. Ob ich den kriege, weiß ich nicht. Das ist jetzt auch wieder... Hallo, Mann. Ja, eh mal mit eurer Stroboskoplampe da. Ja. Stim, stim. Wow, sauber. Das war ein bisschen laut, glaube ich, gerade. Wow. Aber egal. Also, den Stern haben wir auch. 113 Sterne haben wir nun. Der 113. Stern ist unser. Und ich hoffe, wir kommen da jetzt weiter. Weil da gibt es noch eine Galaxie. Und da können wir noch was holen. Und dann werde ich erstmal ein bisschen... Ja, geil, da geht's weiter. Sauber, Leute. So ist das wünschenswert. Wir haben sogar Kometenmünze her. Und da kommt auch ein Komet. Sauber, jetzt können wir wieder erstmal ein bisschen actionmäßig hier zocken. Dann hole ich offline die Sternteile für den letzten Gourmet-Luma. Und dann haben wir das Spiel auch oberflächlich so gut wie durch dann bald. Dann können wir uns Mario 63 widmen. Super, also Mario 64. Ja, Mario 63, nicht 64, 63. Wie auch immer, auf das Spiel freue ich mich auch schon wirklich. Bin gespannt, wie das sein wird, wie wir damit zurechtkommen. Es wird kein 100% Run sein, das können wir vergessen. Aber es wird... halt oberflächlich durchgespielt. So, was haben wir hier? Das sieht mir stark nach so einem Cooper-Panzer-Unterwassertauchritt aus. Aber was es doch nun letztendlich ist, das weiß keiner so genau. Außer der Mann, der das Spiel schon gespielt hat. Also. Eine Rutsche, wie geil! Ich gehe morgen schwimmen, Leute. Also morgens bei mir Sonntag. Also heute. Also ihr seht das Video heute und entweder war ich schon schwimmen oder ich bin noch schwimmen. Wenn das Video morgens hochgeladen ist, weil das wahrscheinlich ist, ha, dann bin ich gerade schwimmen, wenn ihr das Fleisch guckt, Leute. Haha. Ja, ich schnapp mir den Panzer, mach dir keine Sorgen. Scheiße. Komm her, Panzer. Sauber. Alles klar, jetzt geht es ab, Leute. Jetzt geht es ab. Können wir bremsen? Ja, wir können bremsen. Alles klar. Jetzt haben wir alles, was wir für den Tauchverkehr brauchen. Einzige, was uns jetzt nur noch fehlt, ist eins. Die Kometenmünze.
So, ist mir jetzt egal, ob ich den Panzer losgelassen habe, da gibt's ja nur einen. Und wir dürfen nicht vergessen, rechts vor links zu beachten. Das ist ganz wichtig. Wir müssen rechts vor links beachten, Leute. So. So, einmal hier hoch. Bam! Ja, genau! Tschüss! Oh, oh, oh nein, I forgot my Luft! WTB. Tschüss, Mario. Boah, die scheiß Schwimmsteuerung! Tschüss! Mann, wie schade, ja, wie schade. Ja, das ganze Level nochmal. Oh nein. Okay, Leute. Um ehrlich zu sein, raff ich das Level nicht. Ich raff es wirklich null. Ich weiß nicht, was wir da genau jetzt machen sollen. Aber so wie es scheint, scheint es scheiße zu sein. Okay, nochmal. Also, wir nehmen uns den Panzer jetzt mit. So, wenn ich das richtig verstanden habe, nehmen wir uns den jetzt also mit hier, ne? So, und dann nehmen wir uns die Kometenmünze gleich mit. Und dann müssen wir da hinten die Scheißviecher wegmachen. Ich hab schon wieder losgelassen, obwohl ich es nicht wollte. So, wo kriegen wir jetzt eigentlich Luft her, wenn ich mal so fragen darf? Wo habe ich denn eben Luft herbekommen, wenn ich mal so fragen darf? Nirgendwo. Das ist ja toll. Ach, hier geht's weiter runter. Sag mal das doch. Mann. Alles klar, wir müssen die gar nicht besiegen. Boah, woher soll so eine Normalsterbliche wie ich denn wissen, dass man da runter kann? Mein Gott. Sven Harald Wald, genau. Sven Hannawald wollte ich sagen und ich hab Sven Harald Wald gedacht. Ey, ich hasse die Schwimmsteuerung einfach. Die war zum Glück, also das... Machst du jetzt mal hin, Mario! Die war zum Glück in diesem Teil von Super Mario Galaxy wirklich für mich wesentlich angenehmer, die Schwimmsteuerung. Nicht wesentlich angenehmer. Es war angenehmer für mich, dass so gut wie nichts mit Schwimmsteuerung dran kam. Aber jetzt hier so ein behindertes Level, ne? Das kommt mit Schwimmsteuerung dran. Ach so, Leute. So ein paar Sachen, die ich jetzt nochmal kurz ansprechen wollte, ne? Da meinte letztens einer, da hat mir, ich glaube, unter hier so ein Part drunter geschrieben, von Galaxy war das. Ja, so nach dem Motto, ich hätte ja überhaupt nicht viel zu tun, er hätte ja voll viel zu tun, hat mir dann aufgelistet, was er da macht, was er da alles gemacht hat. Da kann ich nur sagen, Junge, das hast du ja toll gemacht, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Wenn ich sage, ich habe viel zu tun, dann habe ich viel zu tun. Und ob du das dann auch so siehst, ob ich viel zu tun habe oder nicht, das ist mir echt egal. Ne? Also das kannst du vielleicht dann anders sehen, aber ich weiß, dass ich viel zu tun habe und wenig Zeit habe und das reicht mir. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also wie gesagt, da könnte halt, wenn er meint, ich habe nicht viel zu tun, dann meint er, das ist mir echt egal. Und, ja, ansonsten, ich meine, so schlecht bin ich im Mario-Spiel nicht. Da kommen ja oft immer Leute, ja, ich wäre der totale Fehler und hätte nichts. Ah, genau, das war das zweite Beispiel. Dass da jemand diese eine Galaxie, wo ich den Part dran gehangen habe, ne, dass sein Bruder 8 wäre und die schon mit einmal geschafft hätte. Und ich denke mir nur so, als ich das gelesen habe, ja, und hat dein Bruder toll gemacht. Ist der jetzt toll oder was? Nee, ist der nicht. Hat er halt schön geschafft. Ja. Das ist mir eigentlich so egal, wie schnell ihr das schafft oder wie gut ihr das geschafft habt und ob ihr 8-mal besser wart als ich. Ich weiß nur, dass ich nicht unbedingt der schlechteste Spieler bin in Mario, ja. Und wenn man eine Sache noch nicht kennt im
ersten Spiel oder so, dann braucht man auch schon mal ein bisschen länger für. Gerade beim Let's Playen ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man das privat spielt. Das sollte man auch nicht vergessen, weil das macht zumindest bei mir schon ein klein... Oh, guck mal, ich hab einfach mal geschossen. Macht bei mir zumindest wirklich einen kleinen Teil aus. Uiuiui, wie unbequem und stickig. Oh, Mario, ich danke dir. Stell dir vor, ich hatte den Stern gerade erwischt, da verlor ich die Balance und der Deckel schloss sich über mir. Aber sieh nur, der Powerstern, den ich meinte, du darfst ihn haben, weil du mich gerettet hast. Dankeschön, Toad. Ich freue mich sehr über dein Angebot. Ja, vielen Dank, Toad. Naja, also, das ist mir echt egal. Dim, 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 dim. Ja, also Leute, das wollte ich nur mal so angesprochen haben, weil das sind manchmal so Sachen, die... Ja, das heißt aufregen, mittlerweile gar nicht mehr so, aber doch, oft regen sie einen auch auf, weil man denkt, was soll das, ne? So, gibt Leute, die sind wirklich total die Noobs, aber so der Noob bin ich auch nicht. Auch wenn ich das oft immer hier auch kundtue, ich weiß das, aber mein Gott. So, das machen wir nicht, wir gucken uns jetzt zum Abschluss an. Dieses Part und... Was will der denn jetzt von uns? Mario, ein Brief für dich! Ja, und? Oh, nee, nicht schon wieder der Wanderaffe. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Du findest mich in der Wasserverlies-Galaxie. Mach hin, ich warte nicht gerne. Dein Wanderaffe. Ja, ich weiß, das hat meine Schwester mal gemacht. Da muss man so behust mit Punkte machen, glaube ich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, das werden wir in den nächsten Parts uns angucken. Wir werden uns jetzt hier eine Galaxie angucken, wo er gesagt hat, sein Bruder hat das mit 8 schon mal geschafft. Das kann mein Bruder jetzt von mir aus auch geschafft haben in einer Sekunde oder was auch immer. Ich werde da wahrscheinlich trotzdem meinen Part dranhängen. So, was gibt's denn hier überhaupt? Wir gucken uns das jetzt nur nochmal an, was das denn überhaupt hier drin ist, zum Abschluss dieses Parts. So, was wollt ihr denn hier schon wieder von mir? Könnt ihr mir das mal sagen? Wollt ihr mich wieder leider nein? Hä? Wollt ihr mich wieder leider nein oder was? Hä? Beeilung mit der Toxbox um die Wette. Was? Ja, obwohl das geht. War doch, das geht eigentlich, oder? So schwer ist das nicht. Ja, ich sag jetzt, so schwer ist das nicht. Ja, komm. Ich bin 17 und schaff das in 3 Sekunden. So. Siehste? Ich hab's ja wohl mal drauf, Junge. Hä? Was sagst du denn jetzt? Was sagst du jetzt, Junge, hä? Meinst du jetzt immer noch, bist toll? So, guck dir das mal an. So macht man das. Hast du das gesehen? So macht man das, Junge. Und nicht anders. Fuck! Man macht es doch anders. Scheiße! Aber egal, der Anfang war gut. Ach, ich hab an die Plattform nicht gedacht. Okay. Aber soll mir eigentlich auch relativ egal sein. So. Warum hast du nicht den Drehsprung gemacht, als ich es dir gezeigt habe? Du musst einfach nur drehen! Scheiß Computer, Mann! Jetzt schaffe ich das eh wieder nicht, weil ich mich aufgeregt habe. Das wäre schon schön gewesen, hätte ich das beim ersten Mal geschafft. Dann hätte ich den Typen auch... Alter. Boah, ich werf das Ding gleich weg. Was soll das denn? Jetzt werde ich nur leider nein von dem Scheiß. Alles, weil er diesen Sprung nicht gemacht hat eben. Den wollte ich nämlich eigentlich von ihm sehen hier. Ja, hier. Ah. Sogar, ja, das, was wir jetzt gemacht haben, war sogar noch besser. Ah. Ja, jetzt spielen wir mal ganz den Styler hier, was? Ah, geht doch. So. Fertig! Noch in dem Part geschafft. Sauber, Leute. Auf geht's. Okay, also, das haben wir in 3 Minuten geschafft. Das
Soll mir auch mal erstmal einer nachmachen, obwohl das längst nicht so schwer war wie das Scheiß mit den Silbersternen. Obwohl ich könnte wetten, dass ich das mit den Silbersternen jetzt auch ein bisschen besser hinkriege. Übung macht ja den Master. So, 5 Sterne noch, Leute. Und die werden wir uns in den nächsten Parts krallen. Ich werde Sternteile suchen, vielleicht auch nicht. Weil wir haben ja im nächsten Part noch ein Kometchen zu machen. Oder ich suche die Sternteile schon. Mal gucken, wie ich Lust habe. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zusehen, euer TT Gamer. Tschüss.